Schön. Herzlich willkommen zum Offroad-Upgrade für Bruno. Heute wird richtig was passieren, am Fahrzeug wird sich wahnsinnig viel ändern und zum Anfang kann ich eigentlich fast nichts anderes sagen wie, schaut euch das gute Ding nochmal an, wie er jetzt da steht, ihr werdet ihn nämlich später nicht wiedererkennen. So, zum Anfang möchte ich jetzt mal noch nicht zu viel verraten, für mich geht es jetzt aber direkt nach Böblingen zu Raw Offroad Transporter. Die Jungs unterstützen mich bei der ganzen Sache, das ist nämlich ein relativ großer Eingriff, nichts was ich selber machen könnte und vor allem ist die ganze Thematik auch TÜV-relevant. Aber dazu später. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los, damit wir nicht zu spät kommen. So, ich bin angekommen bei den Jungs von Raw Offroad Transporter. Hier stehen schon richtig, richtig schicke Fahrzeuge rum und ich bin echt gespannt, wie der Bruno aussieht, wenn er aus der Halle rauskommt. Der kommt jetzt erstmal rein und da sind auch schon meine Reifen, die gucken wir uns gleich mal an, die drauf kommen und noch ein paar andere Sachen, die schon auf der Palette bereit liegen. Und ja, jetzt geht's los. So, hier seht ihr schon mal die Felgen und Reifen, die auf dem Bruno kommen. Das sind Delta-Felgen, die sind schon Raptor beschichtet. Ich finde, das sieht richtig gut aus und dazu gibt es BF Goodrich All-Terrain-Reifen. Mit denen habe ich ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht und ich bin froh, die jetzt bald wieder fahren zu können. Und hier hinten liegt noch eine Palette mit ein paar anderen Kleinigkeiten, die heute verbaut werden. Was das ist, sehen wir im Laufe des Tages. Ich glaube, so ein bisschen könnt ihr es euch auch schon denken. Let's go! So, die Reifen sind jetzt runter und was hinten jetzt passiert ist, dass hier bei den zwei Blattfedern noch eine zusätzliche Blattfeder eingezogen wird und dadurch kommt das ganze Fahrwerk wesentlich höher. So, und die zusätzliche Blattfeder ist jetzt quasi hier zwischen den zwei Originalblattfedern mittendrin. Ryan Little.
So, das ist jetzt das Set, das vorne reinkommt. Da kommen nämlich zusätzliche Spiralfedern rein und diese Dämpfer hier. Und dann kommen wir auch vorne ein gutes Stück höher. So, die Höherlegung ist soweit jetzt abgeschlossen. Bevor aber irgendwo ein Reifen drauf kommt, kommt hinten der Ersatzradhalter drauf. Und bevor der drauf kann, muss einmal der Scheibenwischer weg, weil der hat keinen Platz mehr. Und die Scharniere von der linken Hecktür müssen gewechselt werden, damit der Ersatzradhalter daran befestigt werden kann. Zurück? Ja. Okay, also ich würde sagen, das lässt sich schon mal richtig sehen. Wir fahren jetzt mal noch kurz zum TÜV. Da wird das Ganze noch eingetragen. Ist natürlich mega relevant, dass man nicht ohne Eintragung fährt. Deswegen wird es jetzt direkt gemacht. Und danach schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Detail ausschaut. So, wir waren jetzt hier gerade noch beim TÜV, hat alles natürlich wunderbar funktioniert. Tacho ist abgenommen, die Verschränkung wurde gecheckt und weiß nicht was alles. Ich bin jetzt auf jeden Fall legal mit dem ganzen Umbau unterwegs und wir schauen uns jetzt mal an, wie alles final ausschaut. Ryan Little. Yoga! We'll be right back.
was für eine riesen Änderung. Ich finde, der Bruno ist kaum wiederzuerkennen. Die neuen Reifen, die Felgen, der Ersatzradhalter und die Höherlegung natürlich und das ganze Metall geraptort. Ich finde, die ganze Kombination, die ich mir da rausgesucht habe, ist richtig gut und stimmig und ich bin super zufrieden, wie das Ganze jetzt rauskommt und vor allem auch, wie sich das Ganze fährt. Die Reifen-Felgen-Kombination hat übrigens die Dimension 255/65 R17. Ist richtig massiv, gefällt mir richtig gut. Und ich finde vor allem auch der Ersatzradhalter von Raw Offroad Transporter passt mega, um dem Bruno von hinten mal einen ganz neuen Look zu geben. So, und abschließend geht ein riesengroßer Dank an BF Goodrich und vor allem an die Jungs von Raw Offroad Transporter. Die haben mich bei dem Projekt unterstützt und ich habe mich dort mehr als wohl gefühlt. Die verstehen auf jeden Fall ihren Handwerk und haben den absoluten Plan von Offroad-Umbauten. Wenn ihr Interesse habt, bei eurem Transporter oder Fahrzeug so eine Änderung vorzunehmen, ist das auf jeden Fall die richtige Adresse und alle nötigen Infos haue ich auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video Spaß gemacht hat, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und vor allem, dass ich euch zeigen konnte, was alles möglich ist. Also ich finde nach wie vor der Wahnsinn und kann gar nicht aufhören, den Bruno anzuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da und ein Kanalabo, damit ihr nicht verpasst, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.